With Mina help, it was more easy. Very good. Ja, ich begrüße Sie im Namen des Leipziger Literaturverlages ganz herzlich zu dieser Buchvorstellung des Buches Jasmin von Amadou Dafé. Ich freue mich auch, dass der Autor selbst aus Guinea-Bissau hier sein kann. Wir sind ganz stolz darauf, dass wir im letzten Jahr den ersten Roman aus Guinea-Bissau in deutsche Übersetzung vorstellen konnten. Das war von Abdoulaye Sylla, Die letzte Tragödie. Und jetzt, ein Jahr später, erscheint in unserem Verlag der zweite Verlag von einem Autor, der in Guinea-Bissau geboren wurde, zurzeit in Portugal lebt, Amadou Dafé. Ich danke ganz herzlich für die Möglichkeit dieser Publikation auch dem Instituto Camões und der Nationalbibliothek in Lissabon, die durch ihre Förderung diese beiden Übersetzungen überhaupt ermöglicht haben. Und begrüße hier am Tisch auf der linken Seite auch Rosa Rodrigues, die beide Bücher übersetzt hat. Amadou Dafé wurde, wie gesagt, in Guinea-Bissau geboren, in einer Stadt namens Ingoré. Um diese Stadt wird es auch in diesem Buch gehen. Sie ist eigentlich sozusagen der eigentliche Titelheld des Romanes. Und was es damit auf sich hat, das wird die Übersetzerin in einer kurzen Einführung beschreiben. Ja, hallo auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass hier so viel Publikum ist, sich so viel Publikum interessiert für die guineische Literatur. Es ist auch zu Recht, weil wir haben guineische Literatur auf Deutsch wirklich erst seit 4 Jahren überhaupt. Das ist das 5. Buch, das es jetzt gibt aus diesem Land auf Deutsch. Wir wissen ja, dass der deutsche Markt sich schwer macht mit nicht englischer Literatur, was die Übersetzung angeht. Und es freut mich sehr. Tatsächlich ist es so, dass es ganz viele Helfer braucht, ganz viele gute Feen und so weiter. Also einfach einen mutigen Verlag, wie der von Viktor Kalinke, der da Interesse zeigt. Dann natürlich, klar, die portugiesische Regierung, aber auch die Autoren selbst. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Also es wäre nicht alleine würde man sowas nicht hinbekommen. Das Buch, das wir heute vorstellen, das ist jetzt ganz frisch auf dem Markt. Das ist Jasmin, die deutsche Version. Es ist der gleiche Titel wie das portugiesische Buch. Das portugiesische Buch ist vor 4 Jahren erschienen und handelt von einem jungen Mann, der auf der Suche nach seiner Mutter ist. Er ist aus den Kapverden. Seine Mutter hat ihn verlassen, als er noch Kind war, wegen einer Leidenschaft. Und er begibt sich auf die Suche nach der Mutter und wandert durch Afrika, weiß gar nicht, wo er es überhaupt finden kann. Und das ist, landet dann schließlich in Guinea-Bissau. Guinea-Bissau wissen vielleicht einige von Ihnen gar nicht, wo liegt das überhaupt? Das ist ein ganz kleines Land, es ist gerade mal so groß wie die Schweiz oder noch nicht mal. Es ist nur viel, viel ebener. Also es ist wirklich ein ganz, ganz flaches Land mit Mangroven, wunderschön an der Westküste unterhalb vom Senegal. Und ja, und da landet er. Also er landet, wandert über afrikanische Länder und landet schließlich im Norden von Guinea-Bissau in einem Ort namens Ingoré. Ingoré ist auch Geburtsort von Amadou Dafé, also er kennt sich da wirklich aus. Und das Besondere an dem Buch ist, neben dem Plot, die soziokulturelle Realität. Also wir lesen das Buch und wir sind versetzt in diese afrikanische Welt. Das hat mir besonders gefallen. Das sind meine Lieblingsstellen auch im Buch. Dieses Buch hat auch sehr viele Stellen mit philosophische Gedankenspiele, die auch sehr, sehr lesenswert sind und auch jetzt nicht kompliziert zu lesen. Es war ein bisschen kompliziert zu übersetzen, damit es eben nicht so kompliziert zu lesen wird.
aber besonders gefallen mir eben diese Textstellen, wo wir wirklich in diese Welt eintauchen. Und so eine Stelle habe ich auch mitgebracht und würde sie jetzt erstmal lesen und dazu vielleicht Amadou Dafer dann auch eine Frage stellen. Ich würde auch gerne ihn ein bisschen vorlesen lassen. Ich wohl wissen, dass Sie nicht Portugiesisch können, aber ich würde gerne dann auch ein bisschen auf die Sprache eingehen. Warum schreibt man auf Portugiesisch? Und dann ist es schön, wenn Sie eben diesen Klang im Ohr haben, weil ein Guineer spricht anders Portugiesisch als ein Portugiese, genauso wie ein Brasilianer auch anders spricht als ein Portugiese. Insofern, Amadou Dafer, muss ich noch ein bisschen gedulden. Eu vou ler primeiro uma passagem e depois vou te fazer uma pergunta e vou te pedir também para ler a mesma passagem, mas talvez não a inteira. Pode ser? Para eles compreenderem o som da língua, não é? Portanto, eu vou ler esta parte. Só para seguir. Certo, sim. Die Textstelle, die wir lesen, also Fer, diese Hauptfigur, von der ich schon erzählt habe, trifft in Ingoré ein und hat Glück, findet sofort Arbeit bei Lua in einem Verkaufsstand. Und die Textstelle, die ich jetzt lese, ist ein Gespräch zwischen dieser Lua, die im Übrigen auch keine echte Guineerin ist, sondern auch aus Kapverden stammt, und einer Nachbarin, einer Standnachbarin. Und es geht eben um Zauberer. Die Zauberer sind ganz wichtig in Guinea-Bissau. Und ja, wir hören es uns erstmal an. Zauberer werden im Übrigen auch Glühwürmer genannt oder Jamburere, also in dem Buch taucht auch viel Lexik auf, viel guineische Lexik, oder auch die Senhores der Nacht. Es gab ein Unglück mit ihrem Flugzeug, sie werden alle sterben. Welches Flugzeug? Das Flugzeug der Senhores der Nacht, die Zauberer Lua. Worüber sprechen wir eigentlich? Jetzt sind wir sie endlich los. Aber haben Sie denn ein Flugzeug? Also das ist neu für mich. Wenn Sie mich mitnehmen könnten. Für mich ist es auch neu, aber ja, Sie haben tatsächlich eins. Sie waren gerade auf dem Rückweg von einem Ihrer Streifzüge und sollen bei der Landung abgestürzt sein. Sie werden alle sterben, das kannst du glauben. Entschuldige, Banner, aber das ist absurd. Glaub mir, Lua, alle, von denen man bisher weiß, dass sie im Flugzeug saßen, sind gestorben. Einer nach dem anderen beißen sie ins Gras. Es gibt keinen, der zurückbleibt. Heißt das, dass alle Alten, die in den letzten Tagen gestorben sind, in diesem Flugzeug saßen? Ja, Lua, der Pilot ist als erster gestorben, der Sohn des Vorstehers, der schon vor 2 Wochen gestorben ist. Erinnerst du dich? Ja. Ich wusste nicht mal, dass er ein Glühwurm ist. Tja, Banner, am Ende sind wir es alle, ohne dass wir es wissen, meinst du nicht? Aber wie hat man letztendlich von diesem Unglück erfahren? Ist das nicht offensichtlich? Für mich nicht, ich verstehe gar nichts mehr. Lua, bitte jetzt tu nicht wieder so naiv. War es nicht so, dass wir in Ingoré fast einen Monat lang keinen Empfang hatten? Du meinst das Handynetz? Hat das Unternehmen nicht gesagt, dass die Antenne von einem Blitzschlag getroffen wurde? Ach, die Städter, die haben doch keine Ahnung von diesen Dingen. Es sieht wie ein Blitzschlag aus, aber in Wahrheit wurde die Antenne von einem Flugzeug getroffen. Ich musste lauthals loslachen, obwohl wir auf einer Beerdigung waren. Banner wandte sich zu einer Frau neben ihr auf der Suche nach Zeugen. Sie glaubt es nicht. Lassie, sie ist ein Weißgesicht. Nein, ist sie nicht. Kennst du sie denn nicht? Natürlich kenne ich sie, aber glaubst du wirklich, sie ist eine von uns, nur weil sie Fouti verkauft? Aber sieh mal, sie konnte ihren Satz nicht mehr beenden. Plötzlich herrschte große Verwirrung. Zu allen Seiten erhob sich ein ungewöhnlicher Tumult. Eine fette Ente kämpfte mit einem Geier um ein Stück Fleisch.
Am Rande des Gehöfts, wo die Beerdigungszeremonie eine Kuh geopfert worden war, lagen noch die Überreste verteilt. Eingeweide, trockenes Blut und das Fell des Tieres. Die Geier und die Hunde hatten das Areal in friedlichem Nebeneinander in Beschlag genommen, was keine wie auch immer geartete Aufregung rechtfertigen würde, denn während sich die Hunde nur für die Knochen interessierten, kümmerten sich die Geier um die Eingeweide und das Blut. Was aber hatte eine Ente dort zu suchen? Mögen sich die Geier gefragt haben, die sofort über sie herfielen. Aber die Ente war keine gewöhnliche Ente und es stellte sich heraus, dass sie es mit 10 und mehr aufnehmen konnte. Nachdem die Ente die ersten Geier verjagt hatte, tauchte plötzlich ein größerer auf, der in den Krallen einen Stock hielt. Ein Yagudi, der sich in kämpferischer Pose mächtig aufspielte. Nach einem Schlagabtausch mit der wehrhaften Ente fing er an, sie zu peitschen, was für viel Aufregung sorgte. »Holt die Ente da raus, mein Gott, was soll das?« schrie ich und sprang auf, um das Tier zu retten. Ich ging näher heran, versuchte die Streitenden zu trennen, aber der Yagudi schien weit entschlossener als gedacht. Ich stolperte über einen Stein, stürzte und verlor mein Bewusstsein. Es dämmerte bereits, als Fäh eintraf. Er wurde gerufen, um mich zu kümmern, nachdem ich am Ort des Geschehens bei der Beerdigungszeremonie des Tabanka-Vorstehers bewusst zu Boden gefallen war. Ich hatte nur versucht, den verbitterten Kampf zwischen einer fetten, weißen Ente und einem alten, wild gewordenen Yagudi zu beenden. Der Geier hatte zwischen seinen Klauen einen Stock, den Zweig eines Mangobaums, mit dem er gnadenlos auf die fette Ente einprügelte. Niemand hat eingegriffen. Alle sahen einfach nur zu und glaubten vielleicht, es sei ein Krieg zwischen Zauberern oder Irans. Keine Ahnung. Fer brachte mich sofort ins Krankenhaus, wo ich die Nacht verbrachte. Was ist passiert? Du hast dich in die Höhle der Löwen gewagt und bist gerade noch mal davongekommen. Der Geier verfolgte die Ente sogar noch, als sie davonflog und er schlug und pickte auf sie ein, bis sie tot war. Erst dann konnten die Leute sich um dich kümmern. Sie haben dir gepressten Knoblauch unter die Nase gerieben, dich mit Salzwasser gewaschen und mich dann geholt. Allerdings glauben jetzt alle, dass du eine Zauberin bist. Ich? Und warum? Das hat man mir nicht gesagt. Jedenfalls wurde wegen dem Chaos, das du angerichtet hast, die Beerdigung unterbrochen. Als ich ankam, sagten sie, du hättest dich schlimmer aufgeführt als eine Zündschnur. Wie ein riesiger Glühwurm, ein Jambudere, hattest du auf dem Boden gelegen, der Bühne für Hexereien schlechthin. Nie hätten sie eine so spektakuläre Verwandlung wie deine miterlebt. Deine Augen sprühten in bunten Farben, als du erloschen bist. Und kaum warst du erloschen, sind alle Tiere verschwunden, als hätten sie aufgegeben, weil ihr Anführer gestürzt war. Das macht doch keinen Sinn. Macht überhaupt irgendetwas einen Sinn, was euren Glauben angeht? Glaubst du, wir sind verrückt? Ach, Lua, warum hast du dich überhaupt eingemischt? Hättest du dich etwa nicht eingemischt? Hättest du zugelassen, dass der Yagudi die Ente aufspießt, die einfach nur um etwas zu fressen kämpfte? Ich weiß nur, dass sie dich ab jetzt für eine Zauberin halten und du damit klarkommen musst. Als wäre es nicht schon genug, was sie über meinen Vater und über meine Mutter behaupten. Jetzt auch noch ich. Haben die Leute denn nichts anderes zu tun, als diese Lügen zu verbreiten? Und seit wann sind überhaupt besondere Kräfte nötig, um einen Kampf zwischen Tieren zu beenden? Wenn es normale Tiere wären, Lua, aber ein Yagudi mit einem Ast im Schnabel, der auf eine Ente losgeht, als würde es sich um einen Spezialagenten handeln, findest du das normal? Nein, Fäh, finde ich nicht. Was soll ich sagen? Dieses Land hat seine Tücken. So ist das halt. Ja, also wir hatten gestern schon eine Lesung und es ging ein bisschen auch um diese Textstellen. Dieses Buch hat zwar autobiografische Züge, aber es ist eigentlich komplett erfunden. Und Amadou Dafé meinte, dass das Einzige, was wirklich wahr ist, genau diese Geschichten sind. Und das hat natürlich alle Zuhörer verwundert. Und
Das ist die Frage, die erste Frage, die ich mir auch stellen will. Wie lebendig sind eigentlich diese Geschichten noch in der guineischen Erzähltradition? De fait, agora, falando sobre esta passagem, eu fiz referência a uma conversa que tiveste ontem com a Yara e em que disseste que este livro é completamente fictício, mas estas histórias que continuam a ser vivas. Podes-nos contar um pouco sobre quão vivas estas histórias ainda são? Tens aí o micro. Muito bom dia a todos. Obrigado, Danka Shun. Não sei se disse bem. Pela vossa presença. Tenho pessoalmente que agradecer ao Vítor por ter acreditado nas palavras da Rosa e ter aceitado a tradução deste livro para alemão, que é a minha primeira obra traduzida e para mim é motivo de uma grande alegria e de um grande orgulho. E também à Rosa, que contra todas as possibilidades abraçou o desafio. E espero que não desista de desafios deste género em traduzir livros, pelo menos aqueles que podem acrescentar alguma diversidade à nossa literatura e à literatura mundial, sempre em busca de integrar as minorias e as culturas menos conhecidas. Se calhar traduzias esta parte, senão perdemos, não é? Ja, vielleicht erstmal. Ich bin eigentlich keine Dolmetscherin, also deswegen dankbar, dass ich nur kurze Stellen jetzt übersetzen muss. Also ich bedanke mich zunächst mal an Viktor, dass er der Übersetzerin also mir geglaubt hat, dass es sich lohnt, dieses Buch zu übersetzen und zu veröffentlichen. Und danke auch an Rosa, an der Übersetzerin, dass sie trotz aller Widerstände die Herausforderung angenommen hat und auch bis zum Schluss durchgehalten hat. Und ich hoffe, dass sie auch weiterhin, weiterhin guineische Bücher übersetzt. In relação à tua pergunta, escolheste logo as partes mais recambulescas, por assim dizer, não é? E de facto são verdades. Estas histórias, embora, claro, são mitos, são lendas, mas as pessoas acreditavam mesmo no seu acontecimento. Eu estava em Bissau quando ouvi a notícia de que a minha terra natal tinha ficado uns quantos dias, provavelmente para aí uma semana, sem redes de telemóvel. Ninguém conseguia fazer chamadas, nem nada, durante para aí mais de uma semana. E a única explicação que a maior parte das pessoas davam era a de que a antena de telecomunicação tinha sido atingida por um avião de feiticeiros. Porque naquela semana tinham morrido muitas pessoas, muitas delas idosas, e havia aquele que supostamente era o piloto, era um jovem com algumas limitações cognitivas, mas que fazia coisas incríveis, e portanto ele foi sempre associado ao feiticeiro. O nome dele era Alpha. Ele morreu e a seguir morreram muitos homens grandes, e a única explicação que se dava era que... Só temos 5 minutos. Ok. Pronto, era que eram feiticeiros aqueles que estavam naquele avião e que tinham ido buscar um senhor abissal para o matarem. Portanto, estas lendas, e depois no choro de um desses homens grandes, que era o comitê, que morreu também naquele período, houve esta confusão entre uma briga entre um pato e o jagudis, e achou-se que também havia ali uma luta dos feiticeiros travado naquela cerimónia. Okay, ich erfahre gerade mit Schrecken, dass die Zeit so schnell umgeht, viel zu schnell. Also er antwortet auf diese Frage folgendermaßen. Gute Auswahl, der Textausschnitt. Es ist tatsächlich insofern wirklich, als es wirklich einen Netzausfall gab in seiner Heimat. Und der plausible
die plausible Erklärung war eben nicht die Erklärung. Die plausible Erklärung, dass es eben, ne, weil ein Netz halt hat immer mal ausfällt, die plausible Erklärung für die Menschen vor Ort war tatsächlich, dass die Zauberer dahinter stecken. Und es war wirklich die Erklärung, es gab dieses Flugzeug und es waren die Zauberer. Und der Pilot ist tatsächlich auch kurze Zeit später gestorben. Alpha hieß er. Und dann nach und nach weitere Hommage Grandes, das ist auch ein wichtiger Begriff in der guineischen Literatur, das ist das, was wir uns vorstellen unter weise Männer. Es gibt übrigens auch weise Frauen in Guinea-Bissau, es gibt auch als Mulheres Grandes. Wortwörtlich sagen wir große Männer, große Frauen, aber damit sind gemeint einfach so die Älteren, die weise sind, die man um Rat bittet. Und die sind eben nach und nach gestorben. Und insofern war das dann die Erklärung und alles ein. Als die Beerdigung einer dieser Männer war, gab es tatsächlich auch einen Kampf zwischen einer Ente und einem Geier. Und nun ja, das wurde dann natürlich in Erzählungen einfach so ein bisschen überspitzt dargestellt. Und diese Textstelle zeigt einfach nur, wie wichtig eigentlich dieser Glaube an Mythen, an das mystische Glaube, also das mythische, das Jenseits, also es ist komplett omnipräsent, selbst wenn man, und es sind viele Religionen nebeneinander in dem Land, selbst wenn man Christ ist oder wenn man Muslim ist, glaubt man trotzdem weiterhin an diese Geschichten. Also sie sind noch sehr, sehr real und sie sind in diesem Buch besonders gut beschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll, wie viel Zeit ich noch habe. Wir haben vielleicht noch 2 Minuten, also vielleicht sagst du noch was zur Sprache? Zur Sprache, ja. Genau, zur Sprache vielleicht nochmal eine Frage an Amadou Dafé. Er schreibt ja auf Portugiesisch. Die Sprachsituation in Guinea-Bissau ist ähnlich wie in vielen anderen afrikanischen Ländern so, dass die Menschen multilingual sind. Also die Vielsprachigkeit in Afrika ist einfach normal. Portugiesisch ist die einzige Amtssprache in Guinea-Bissau, aber keineswegs Muttersprache, also von den wenigsten. Selbst Amadou Dafé, als er zur Schule kam, hat er den ersten Kontakt mit Portugiesisch erst in der Schule gehabt. Also er hat seine lokalen Sprachen und auch, es gibt eine Verkehrssprache, das Kreol, das guineische Kreol. Das sind die ersten Sprachen, die sie lernen, das sind die Muttersprachen. Und dann die portugiesische Sprache wirklich erst als Fremdsprache in der Schule lernen, aber nicht als Fremdsprache beigebracht bekommen. Ne? Also die polnische Regierung tut leider so nach wie vor, als wäre es eine Muttersprache und der Unterricht findet auch noch so statt. Und vielleicht jetzt noch eine Frage kurz an Amadou Dafé. Warum schreibst du trotzdem auf Portugiesisch? Eu estava a explicar um pouco a situação linguística que tu bem conheces, agora a pergunta, por que português? É possível descrever estas coisas em língua portuguesa que não é tua? Also nochmal eine Frage hinterher, ist es überhaupt möglich, solche ganz typisch guineischen Sachen auf Portugiesisch auszudrücken, anstatt eben in seiner eigenen Sprache? É possível por uma única vantagem de ser a língua que nos é ensinada, nos é dada na escola. O português é um instrumento utilizado para o ensino primário, secundário, ou seja, é a única língua oficial, embora não sendo a língua falada no dia a dia das pessoas no país. Se o crioulo tivesse sido padronizado e trabalhado como o português está, e se tivesse tido pelo menos a projeção que o português tem, eu acho que conseguiria escrever melhor em crioulo do que em português. Ja, also vielleicht ganz kurz, aufgrund der Zeit. Ja, Portugiesisch ist die Sprache, weil es nun mal die Sprache ist, die man in der Schule beigebracht bekommt. Kreolisch ist leider noch keine Schulsprache, deswegen ist sie auch nicht zu gebrauchen als Schriftsprache. Was aber in der Zukunft durchaus vorkommen kann, das ist eine Frage der Sprachpolitik. Ich muss leider, jetzt hier unterbrechen. Wir sind aber gleich auch noch hinter der Bühne. Wir können gerne das Gespräch weiterführen. Wir haben auch ein paar Bücher mitgebracht, wenn Sie Lust haben, die guineische Literatur kennenzulernen. Es ist ein prima Einstieg. Wir signieren auch gerne. Und vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat mich sehr gefreut, dass so viel Interesse ist für die guineische Literatur. Danke. Und
Von meiner Seite noch der Hinweis, wenn Sie ein bisschen Appetit bekommen haben, heute Abend gibt es im Leipziger Literaturverlag in Schleusig einen Salon international, da haben wir mehr Zeit. Ich freue mich sehr, dass Amadou Dafi auch dabei sein wird, der neue Shootingstar in der portugiesischsprachigen Literatur. Er hat in Portugal schon 3 Preise gewonnen und vielleicht kommt auch einer in Deutschland noch dazu. Es kann losgehen, wurde mir gesagt. Dann geht es los. Wir fangen pünktlich an. Herzlich willkommen zu dieser Buchvorstellung. Es ist eine besondere Buchvorstellung. Wir haben die Challenge, in 30 Minuten einen Roman vorzustellen, der im Original 900 Seiten hat. Auf Deutsch sind immer noch viele übrig geblieben. Es ist ein extremes Buch in vieler Hinsicht. Manche sagen sogar, es ist ein extremistisches Buch. Vielleicht fangen wir damit an oder erstmal begrüßen wir den Autor, der hier nach Leipzig gekommen ist zur Messe. Herzlich willkommen, Aljert Bacharevich. Danke.
ein extremes Buch, ganz bestimmt auch ein extremistisches. Wie schätzt du dein Buch selber ein, diesen Roman Europas Hunde? Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich heute, und zwar in nicht nur auf Deutsch, sondern in drei Sprachen. Also guten Tag. Dzień dobry i Busamoje. Busamoje, so begrüßt man in Balbuta-Sprache. Die Balbuta-Sprache ist ganz wichtig für diesen Roman. Aber über diese Sprache können wir vielleicht weiter reden. Reden wir später. Unbedingt. Ja. Ja, das Buch ist wirklich extremistisch, und ich bin hier auf der Bühne, ich bin ein Extremist, vielleicht nicht so ein politischer Extremist, sondern ja, ein literarischer. Aber die Literatur heute in Belarus ist natürlich eine sehr, sehr politische Sache. Ja, die Geschichte des Buches ist wirklich spannend. Im April 2021 wurde die neue Auflage von Europas Hunden an der Grenze zwischen Litauen und Belarus konfisziert, und dann sehr lange wurde das Buch auf Extremismus geprüft, und als Ergebnis haben wir die Bestätigung, das Buch ist wirklich extremistisch. Und das Buch ist jetzt in Belarus extremistisch eingestuft, und nicht nur die Europashunde, sondern auch alle meine Bücher sind in Belarus zurzeit verboten, aus allen Bibliotheken, aus allen Buchhandlungen rausgeworfen. Und noch ein Roman von mir, das letzte Buch von Herrn A., der Verlag aus Berlin, Edition Fototapeta, hat diesen Roman am Stand. Der Stand befindet sich ganz nah von hier. Ja. Ist auch extremistisch eingestuft. Also warum ist ein Roman so extremistisch in Belarus, so gefährlich für den belarussischen Staat? Das weiß ich nicht genau. Ja, es gibt viele Versionen, es gibt viele Vermutungen. Aber ich erzähle immer sehr gern eine Geschichte über meinen Verleger aus Belarus. Es geht um den Verleger Andrei Januszkiewicz, ein unabhängiger Verleger aus Belarus. Er hat im Jahr 2021 die neue Auflage herausgegeben und in Litauen gedruckt. Und Andrei Januszkiewicz wollte im Mai 2022 eine unabhängige Buchhandlung in Minsk eröffnet. Und ich sagte ihm sofort: Andrei, du bist verrückt. Ja? In dieser Situation, bei dieser Situation in Belarus, ist es eine gefährliche Sache. Mach das bitte nicht. Du lebst in einem Konzentrationslager. Dieser faschistische Vassallenstaat von Russland ist nicht der Staat, wo du deine Bücher so frei und ruhig publizieren kannst. Aber Andrei lebte da mal in Minsk, und er hat gesagt: Ach Quatsch, alles ist nicht so furchtbar, alles ist nicht so gefährlich. Er hat die Buchhandlung eröffnet, und am Tag der Eröffnung kamen die Propagandisten, zuerst die Propagandisten in die Buchhandlung, und nach zwei Stunden kam die Polizei, und Andrei wurde verhaftet, und er wurde zu 28 Tagen Haft, 28 Tage Gefängnis verurteilt, nur dafür, dass er alle diese Bücher wie Europas Hunde publiziert. Und es ist sehr, sehr interessant, wie ein Offizier der Geheimpolizei nach der Verhaftung meinem Verleger gesagt hatte: Andrei, weißt du, warum du verhaftet bist? Es gibt richtige Bücher und es gibt falsche Bücher. Und du machst das falsch. Du gibst falsche Bücher heraus. Und dafür musst du bestraft sein. So,
solche Geschichte, vielleicht traurige, vielleicht ein bisschen komische, vielleicht auch lustige. Andrzej Januszkiewicz, der Verleger, er macht das alles weiter, jetzt in Polen. Er hat in Polen seinen Verlag gegründet. Und vielleicht kurz zur Situation mit der belarussischen Literatur im Exil. Ja, 300.000 Belarussen haben das Land verlassen seit 2020 und wir alle versuchen jetzt im Exil weiterzuarbeiten, unsere Bücher veröffentlichen und viele Verleger arbeiten im Exil, viele Autoren, aber auch unsere Leser, sie leben auch im Exil. Und ja, ich bin bewundert, einfach, ja, das fasziniert mich, wie die belarussischen Leser im Exil sich organisieren. Es gibt einen Verein in Deutschland, RASAM, das bedeutet zusammen. Und diese Leute, diese Belarussen, die vor der friedlichen Revolution 2020 überhaupt kein Interesse an der Literatur hatten, sie laden heute belarussische Autoren ein, sie organisieren Lesungen überall, in jedem Bundesland, in jeder Stadt in Deutschland gibt es diesen Verein und finden viele Lesungen statt. Und ja, das war etwas ganz Neues für die belarussische Geschichte. Okay. Ja, ich glaube, 2020 ist ein ganz wichtiges Jahr und vielleicht auch nicht mehr allen im Bewusstsein die friedliche Revolution, die dort in Belarus stattgefunden hat. Da war ganz viel im Umbruch, da gab es große Hoffnungen, dass sich etwas ändern könnte nach Jahrzehnten unter Lukaschenka. Wir wissen, wie diese Hoffnungen beerdigt werden mussten. Auch dieses Buch ist beerdigt worden. Vielleicht musst du die Geschichte auch noch erzählen, weil sie einfach so skurril ist und so drastisch. Ja. Heute ist ein ganz besonderer Tag für Thomas und mich. Heute ist unsere letzte Lesung, letzte Veranstaltung mit den Hunden auf der Messe. Aber ich kann über das Buch ohne Ende endlos erzählen. Ja. Dieses Thema mag ich sehr. Okay, ja. Das Buch wurde wirklich in Belarus beerdigt, mit Traktoren. Also solche Strafe ist in Belarus für solche Bücher wie Europas Hunde vorgesehen. Die Mächtigen, also die Macht, alle diese Beamten, sie sagen, das ist nicht so ökologisch. Also es gibt keine Nachhaltigkeit, wenn die Bücher verbrannt werden. Ja. Man muss lieber in die Erde, also Asche zu Asche. Ja. So, und ja, aber ich weiß nicht genau, ob es wirklich Wahrheit ist. Es gibt viele Gerüchte über das Schicksal des Buches in Belarus. Vielleicht ist die Auflage wirklich beerdigt. Und Svetlana Alexejewitsch zum Beispiel, sie hat in einem Interview vor kurzem berichtet, dass sie eine Information hat, dass ihre Bücher, meine Bücher und die Bücher von Wladimir Orlow auch öffentlich verbrannt worden sind. Ja. Ja. Genau. Ja. Danke. Ja, also wir wissen nicht genau, was genau passiert, aber es gibt Leute, die in Belarus geblieben sind und wir haben Kontakt mit ihnen und sie berichten uns immer mehr furchtbare Nachrichten. Ja, wirklich. Ja, man könnte endlos die Geschichte dieses Buches erzählen, was ihm schon alles passiert ist seit 2017, als das Original erschienen ist. Jetzt haben wir aber auch die Übersetzung hier, 2024, ganz frisch erschienen. Das Buch ist in der Welt und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Moment, weil das Buch auch jetzt auf Deutsch vorliegt und vorliegt in einer Art und Weise, wo es eben nicht mehr aus der Welt geschafft werden kann, dieser Text. Er ist jetzt sozusagen in Sicherheit irgendwo aufgehoben. Eine polnische Übersetzung ist in Arbeit und wird erscheinen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, nicht nur über das Buch und über die Hintergründe, seine Geschichte zu sprechen, sondern auch in das Buch reinzuschauen. Ich habe schon gesagt, es ist unmöglich, diese 900 Seiten vorzustellen. Es ist auch nicht möglich, repräsentative Seiten auszuwählen und die anzulesen. Das Buch besteht aus 6 sehr unterschiedlichen Teilen, die zum Teil in unterschiedlichen Zeiten spielen, an unterschiedlichen Orten.
mit unterschiedlichen Figuren. Unterschiedliche Sprachen spielen eine Rolle. Balbuta dürfen wir nicht vergessen. Ich würde vorschlagen, wir lesen einfach in den Anfang rein und Sie bekommen einen Eindruck und danach sprechen wir weiter. Wir sind leicht wie Papier. Wie sie mich anödet, eure belarussische Sprache, wer wüsste es zu sagen? Und wer wüsste zu sagen, mit welcher Wonne ich das schreibe? Öde, öde, Verödung, Verblödung, zuwider ist sie mir. Weg mit dir, Sprache, ksch, jetzt ist Schluss mit lustig. Mit dir kann man nicht reich werden, nicht morden, nicht spielen, dich kann man nicht vergessen. Wie eine Fremde im Bahnhofsnebel, Entführerin kurz unbeaufsichtigter Kinder, bist du eines Tages aus dem Nichts aufgetaucht, hast mich an deiner Hand mitgenommen in die vollgerotzte Unterführung mit ihren trüben Glasvitrinen, verfrorenen Tauben und Losverkäufern, und ich wollte mich immer wieder umdrehen nach den Koffern, die da noch standen, grundsolide, zukunftsprall, herrenlos. Du hast mich getrennt von meinen Lieben, hast mich gezwungen, mir ein Volk einzubilden. Durchsichtig, flüchtig, nichtig. Jahr um Jahr sind wir beide durch die Welt gezogen, haben genächtigt an schäbigen Städten, in Fliegenmilchdörfern, Bibliotheken, verlassenen Schlössern, in halbseidenen Herbergen, wie es sich fügte. Du hast mir chinesisches Billigspielzeug gekauft und mich genährt, bis ich groß war. Du hast mich leise sprechen und schnell denken gelehrt. Tagsüber ließest du mich auf den Straßen betteln, nachts aber verhießest du mir ein Königreich. Und hierhin hast du mich schließlich gebracht, in diese räudige, gleichsam verräucherte Einraumbutze, in diesem Haus mit Gedenktafel, in der Stadt M, in Zeiten allgemeiner Verdüsterung. Und euer Russisch habe ich auch sowas von über, sowas von, so satt, ich kann es gar nicht sagen. Wer hätte geahnt, welch schalen Geschmack es mir in den vergangenen 40 Jahren anhängen würde? Was du auch sagst in dieser Sprache, alles war schon da, alles hallt nach in tausenden blöden Echos und stinkt nach längst erkalteten Lettern. Fertigkonstruktionen, Bleiguss, ein Sprachrohr quer durch unsere Leben verlegt. Immer wolltest du etwas von mir, schon im Mutterleib, ich war noch nicht mal Mensch, nur so ein halbgewalkter Balg, da bist du mir auf die Pelle gerückt, hast mir Moralpredigten gehalten, mich mit deinen Mullbinden gewürgt, mit Angst infiziert. Eine Sprache, die immer wie mit Durchsuchungsbefehl daherkommt. Eine Sprache, die immer Recht hat. Weg, Russisch. Ksch. Blecherne Sprache der Wohnraumverwaltungskommissionen und Pagenkorps. Sprache der großen, klebrigen Literatur. Stimme von Millionen kleiner, in ihrem Alltagszorn eifernder Menschen. Und Englisch? Geht mir nicht weniger auf den Geist. Was ihr Englisch nennt, ist nichts als ein geschwulstartig aufgedunsenes Gummiherz, das wie wild Milliarden Wörter in die Welt pumpt. Ein totes Herz, bestrahlt von einer unbarmherzigen Lampe. Ein kaltes, lumineszentes Leuchten. Eine Fastfood-Sprache, überall Englischflecken, als wäre die Welt bloß ein Haufen Servietten auf irgendeinem Tisch. Englisch, eine Sprache aus Transfetten und Zusatzstoffen. Oh ja, sie versteht sich aufs Schmieren. Mir denkt nicht alles, er könne Englisch und ist der Meinung, das reiche zum Glücklichsein. Naive Trottel. Was könnten wir einander nicht alles sagen, wenn wir bloß auf euer Englisch verzichten würden, wenn wir dieser ekelerregenden Verständnisorgie ein für alle Mal unser Nein entgegenschmettern würden. Spanisch? Das asthmatische Röcheln eines Mörders, irgendeines braven Che-Monsters, das Lachen eines Tierschlechter, Stierkämpfers. Deutsch? Ein bitterer Rettich, der sich einmal als Genie und Übermensch verstanden hat und sich jetzt krampfhaft abstrampelt, um wieder normal zu erscheinen. Französisch, außen eine halb enthüllste Schrift, innen unansehnlicher Philosophensprech. Polnisch, der Dünkel zweitklassiger Dichter, die Wörter schmatzen, schmurgeln und platzen lassen wie die Würstchen in der Pfanne. Und so weiter geht die Tirade auf die Sprachen. Alle Sprachen sind belastet, sind eigentlich nicht zu gebrauchen, also muss eine neue her, eine eigene, reine, unbelastete Sprache, Balbuta. Wir haben Alek Alergovic gehört, der Protagonist des ersten Teils, der tatsächlich eine Sprache erfindet. Wir können der Geburt dieser Sprache zusehen und wir finden im Anhang dieses Buches eine Grammatik und ein Wörterbuch dieser Sprache. Das brauchen wir auch, um durch den ganzen Text zu kommen. Die Grammatik ist sehr einfach, es gibt nur 10 Regeln, man kommt schnell rein. Der Wortschatz ist sehr überschaubar und ja, Balbuta ist ganz wesentlich für diesen Text.
Erklär uns ein bisschen, was es mit dieser Sprache und vielleicht auch mit diesem Sprachenerfinder auf sich hat. Ja, danke Thomas für diese Frage. Zuerst ja, möchte ich noch was erzählen. Mir ist immer so interessant, wie unterschiedlich die Leute auf diesen Auszug reagieren. Ja, ich hatte einmal eine Lesung in Graz in Österreich und ich habe diesen Ausschnitt aus dem Roman gelesen. Es gab viel Publikum und das Publikum war so irgendwie so ernst, so seriös, also kein Lächeln überhaupt. 100 Leute, ja, waren im Saal und überhaupt kein Lächeln. Und ich habe verstanden, alle diese Leute, das Publikum, das hasst mich für diesen Auszug. Die Leute sitzen und denken, er hat das verdient in Belarus. Ja, richtig bestraft für diesen Auszug. Aber hier in Leipzig natürlich sind sie alle so Kenner. Ja. Ja, Balbuta. Balbuta ist eine Sprachutopie, das sage ich immer. Balbuta ist die Sprache der Freiheit, die Sprache der Gleichheit. Ein Minsker, der Alek Alekowitsch heißt, er lebt in Minsk 2017 und er versucht wirklich eine neue Sprache zu erfinden. Warum macht er das? Die Antwort ist nicht ganz klar. Vielleicht braucht er eine reine Sprache, die Sprache ohne Hintergründe. So, was bedeutet die belarussische Sprache in Belarus heute? Ich sag Ihnen ohne Zweifel, belarussische Sprache ist meine Sprache. Ich schreibe auf Belarussisch, ich denke auf Belarussisch. Alle meine Träume, alle meine Albträume, das alles ist auf Belarussisch. Ja, okay. Aber die belarussische Sprache in Belarus bedeutet, dass du zu einer bestimmten Kategorie der Bevölkerung gehörst, dass du politisch engagiert bist, dass du musst alle diese Klassiker der belarussischen Literatur respektieren und an unserem goldenen Zeitalter immer denken über das großes Fürstentum Litauen zum Beispiel und unsere große Geschichte. Ja, Alek Alekowitsch, der Protagonist des Romans, er hasst das alles einfach. Er braucht eine neue Sprache. Russisch hasst er auch, weil die russische Sprache in Belarus die Sprache der Macht ist, die Sprache der Diktatur ist, die Sprache des Regimes ist. Er braucht etwas Neues. Er braucht eine neugeborene Sprache. Die neugeborene Sprache, die er selbst weiterentwickeln kann. Die neugeborene Sprache, die rein von der Geschichte ist. Also er will die Geschichte verzichten, loswerden einfach. So, und Balbuta ist eine Sprache, die auch Sie weiterentwickeln können. Es gibt eine Community im Facebook zum Beispiel. Es gibt eine kleine, aber sehr stolze Gruppe von Fans von Balbuta. Und Sie können auch neue Wörter zu dem Wörterbuch hinzufügen, so die Redewendungen konstruieren. Sie sind frei mit dieser Sprache. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, nicht nur für Balbuta, sondern für diesen ganzen Roman, die Freiheit, die sich der Erfinder dieser Sprache nimmt. Das ist ein Befreiungsakt eigentlich, dieser ganze Text. Der sprengt ziemlich vieles, was man so an Erwartungen mitbringt, an Erwartungen an Romane generell, an Erwartungen an belarussische Autoren sowieso. Das ist eine ziemliche Provokation, sich auch vorzustellen, wie dieser Text startet. Wenn man als belarussischer Leser das Buch eines belarussischsprachigen Autors liest, dann gesagt zu bekommen, wie verhasst ihm die belarussische Sprache ist, das ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Und so geht es weiter in diesem Text. Es sind Figuren, die quer liegen zu vielem, was ihnen begegnet, die fremdeln mit ihrer Umgebung, mit ihrer Umwelt und die nach Wegen suchen, sich zu befreien, sich zu verwirklichen, sich zu finden in dieser fremden, in dieser feindlichen Umgebung.
Und wir konnten jetzt nur in den ersten Teil reinschauen. Wir sind noch in ganz anderen Welten unterwegs und finden aber immer wieder Brücken, die diese Teile miteinander verbinden, die den ganzen Text zusammenhalten. Der ist sehr fein konstruiert, deswegen war es auch ein großes Vergnügen, so lange an dieser Übersetzung zu arbeiten und diese Brücken zu erkennen und auch im Deutschen nachzubauen. Und vielleicht enden wir tatsächlich in Balbuta. In Balbuta lässt sich auch dichten, auch das ist in dieser Sprache möglich. Und zwischen den einzelnen Teilen des Romans tauchen Gedichte auf und der erste Teil schließt mit einem Gedicht in Balbuta ab. Würdest du uns das noch vortragen? Sehr gerne, Thomas. Aber bevor ich das Gedicht lese, muss ich sagen, also es gibt wenige Exemplare von dem Buch und ich signiere das Buch sehr gern, aber mein Autogramm ist immer auf Balbuta-Sprache. Ja, und so können Sie ein ganz, ganz besonderes Autogramm bekommen in der Sprache, die nicht existiert, mit einem schönen Vögelchen drauf. Ja, und jetzt gehen wir zu Balbuta und noch was muss ich sagen, Busamoe, das sind die wichtigsten Worte in Balbuta. Busamoe bedeutet sei frei, so begrüßen wir die Leute in Balbuta-Sprache, so verabschieden wir uns auch Busamoe. Ich glaube, das ist ganz einfach. Ja. Legoin klinkutima. Ακού κλινκούτα, δεύ νατούζου τάου, ταίνο μπαλμπούτικα, δα ούιμα σάου ονόε, σκουτόε δου τριμπούτιμα, δα μπρόε, δίνα γραμμούτιμα σάου νιουκούσνικαου, ο μπούταου κουάι λεγόε, δα σαμόε, δα ουσπρεγούτιμα τάου που παβούζου μάου, κομούτ κονόε, κλινκούτιμα λεγόιν, τάου ουφιούτιμα ακού, δα νουο κουάι δα μπιφαλούζου νιστούτα, Dukoju da rukoju tau stagou, kalau tau buligoje kvai balbuta. Da bu sprugutima skamuta tau okuzu, minutima ojaf butau tukuzu, psautima grimuta da kraputa, strilo natutima, saubim primuzu tau. Uima augilemu. Danke. Und Busamoje. Busamoje.
herzlich willkommen zur nächsten Lesung hier zur Mittagszeit. Wir sind vom Berliner Cookbooks Verlag, einem Verlag für ein bisschen höher machen. Oder ich kann es euch, ich nehme es einfach in die Hand. So. Ist okay. Ja, genau. Cookbooks, ein Verlag für hauptsächlich Gedichte, ein Lyrikverlag, in dem aber auch Essays und immer wieder ein großartiges Kinderbuch erscheinen. Ich habe zu Beginn eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, neben mir sitzt Sandra Burkhardt, die gleich aus ihren neuen Gedichten lesen wird. Die schlechte Nachricht ist, ich bin nicht Daniela Seel, sondern einfach auch Autor im Verlag, der kurzfristig in die Ehre gekommen ist, Sandra hier zu begrüßen. Und wir werden eine Lesung hören aus ihrem aktuellen Titel, Fragmente einer echten Ikone, Petrarca-Variationen. Daraus hören wir jetzt gleich Texte. Ich habe aber vorab noch eine Frage an dich, Sandra. Ja. Petrarca, der vielleicht wichtigste europäische Dichter des 14. Jahrhunderts, zu seiner Zeit enorm einflussreich. Ich würde sagen, für die Gegenwartslyrik nicht die größte Referenz. Wie kommt es dazu, dass du Petrarca-Variationen verfasst hast? Das hat sich vor langer, langer Zeit zugetragen bei einem Seminar zu multilingualer Lyrik am Literaturinstitut bei Dagmara Kraus, die ja auch bei Cookbooks ist. Und es hat eigentlich, mir wurde das so zugespielt. Und das Interesse daran hat sich dann durch den Prozess der Fehlübersetzung gesteigert an diesen Texten. Aber das war eigentlich keine informierte Wahl, würde ich sagen. Was ist eine Fehlübersetzung? Ich spreche Italienisch, aber nicht gut. Und ich habe unterschiedliche Übersetzungsvarianten erstellt. Ich habe übersetzt und immer wenn ein Wort vorkam, was ich nicht verstanden habe, habe ich mir einfach was ausgedacht. Ich habe die Texte im Google Translator eingespeist. Ich habe dann nochmal Übersetzungen gemacht, mit denen ich englische Übersetzungen mit herangezogen habe. Und dann habe ich die Varianten zusammengemischt. Und manche Texte, in manchen würde ich sagen, kann man die italienischen Originale noch erkennen und an anderen nicht mehr. Wir freuen uns drauf. Ich liege quasi noch im Kraut, glaubt mir. Ich schlage die Augen auf und die Jahreszeit der leichten Bekleidung raubt mir den Verstand. Ich singe, ach, was bin ich? Was war ich, dass mein Pfeil nur die Wade traf? Nur eine Bohne bin ich zu ihren Füßen. Doch wer hat jemals von der Geburt eines echten Mannes gehört? Singend lindert sich das Leid, doch trotz guter Absicht nähert sich ihr mein Stift auch jetzt nicht. Was ist? Ach, nichts. Das Lied verwandelt dich. Während der Zeit des ersten Zeitalters war ich ein Lorbeer. Was ich tat, als ich zum ersten Mal meine Haare diese Welle machen sah, wo ich doch auf eine Krone gehofft hatte, und die Füße, in denen ich steckte, zu zwei Wurzeln wurden, die Arme zu Ästen. Ich raschelte. Niemals zuvor schwieg meine Sprache. Ich wusste weder, was es war, als ich es fand, noch wo. Doch als ich ankam, wo ich mir entzogen, sprach ich im Klang des Schwans. Während der Zeit des zweiten Zeitalters schwamm ich am Ufer umher, umher, wollte reden, sang aber immer nur um Hilfe. Einst hatte ich in sanften Tönen verliebte Blicke erklingen lassen, doch was war zu hören? Iü, iü, kaum mehr als diese Lady über mich zu sagen hätte. Sie sprach zu mir, sprich nicht davon, von deiner Rede bleibt eh nur Überrest, als ob ich das nicht wüsste. Aber ich war ein Sprichbrunnen und fand kein Ende. Ach, lass mich doch ein Stein sein.
Während der Zeit des dritten Zeitalters weinte ich, rollte, wenn ich mich bewegte, stolperte und fiel. Da war sie wieder. Ich starrte, weil die Sicht mich nicht befriedigte, bis sie mich so ans Blickfeld gerichtet ansah, dass es mich Kieselchen schüttelte. Ich rief, heb mich auf, entsteine mich, und wenn es mich meinen Unstein kostet. Doch die Stimme war mir untersagt, und so schrie ich in Papier. Ich bin nicht meins, nein. Es stimmt, Lied, dass ich mich dem eigenen Bild entzogen in eine undeutliche Spalte verwandeln spürte. Mehr Dinge werden gedacht, als noch tausend Stifte nicht müde werden zu berichten, doch auch das steht bereits andernorts. Schweigend trennt sich der Dichter von seiner Hand und entfernt sich. Ist, was jetzt folgt, ein Hilferuf? Ist es Huldigung im Sinne des Minnesangs? Es ist Anrufung. O Anrufung wie ausgestreute Schritte und undeutliche Gedanken. Ich wünschte, ich fände meinen Weg wie glühende Bügeleisen mit so viel brutalem Eifer. O du Wunsch, du ach so schwaches Herz, ich bin bereit. O Auge, aua, mein Auge. Augen sind's nicht mehr, sondern Brunnen. O Laubwerk, das sich in meine Denkerstirn legt, mein Gesicht ein einziger Schnörkel. O Drilling, der ich bin. O, o ornamentale Fortsetzung und fehlerhafte, o anstrengendes Leben, was lässt du mich wütend Strände und Berge begehen. O liebe Tiere und Verliebte, wenn hier irgendwer von Welt ist, dann bitte, gell, überseht, dass nicht ich es bin. Wenn du mir jetzt nicht diesen Pfropf gibst und ihn auf diese Platte legst, die ich gerade schmücke, werde ich mit einer Mistel dich necken müssen, während ich mich paare mit dem einen oder anderen. Ich werde diese Arbeit noch verdoppeln. Ich werde es im modernen Stil und dem uralten Thunfisch tun, sodass, ich will es vorsichtig und künstlerisch ausdrücken, du spätestens in Rom ihn herausrückst, den Pfropf. So geschickt rolle ich mich immer wieder ab. Es ist ja nur er, mit dem das Werk noch auszustatten ist, doch so genau weiß auch ich nicht, wo er reinzustecken sei. Dort, wo der Widerklang, ein Hauch im Frühling die Blümchen bewegt und die kleinen Vögel mit ihren Versen beginnen, spüre ich auf meiner Weide die Wörter und Gedanken sich bewegen in ihrer Gewalt, dass ich rasch wieder zu meinen Noten zurückkehre. Hier spielt die Musik. Trällern und trillern könnte ich die Töne meiner Seufzer, bis sie stimmen. Laura. Laura Strauch, versuchen, was mich bezwingt, zu gebrauchen und aus dem Winter herauszulösen eine Blume. Ich will die Weide tun, rühren, anordnen in anderer, verliebterer Form, sie bereiten, Verse zu versuchen, um Verse zu verwerfen. Wie viele habe ich so bereits ausgeworfen, um in irgendeinem Ton ihre Weide zu erreichen, sie zu treffen im Sound. Den Huchs und Hauchs aber weicht sie aus, sodass, was die Blätter und Blumen bewegt, nicht die Macht hat, dem Bewegten zu begegnen.
Allein die Menschen und Götter wissen mit Gewalt die Liebe zu bezwingen. Wir lesen es ja in Prosa und Versen. Aber Wörter. Ich hab's schon beim ersten Öffnen der Blume versucht und mich ergeben. Hin und her in Strophen, mal als Note, mal als Ton. Aber hier der Platz. Es Platz bereitet genau Laura, um durch ihnen fortzuwehen von Weide zu Weide. O elendiges Wehwehchen, dein letztes Begehren zu sitzen lagert hier mit allem Verstand und ganzer Kraft, du saftig angestrengt Lebendiges. Hauch wird Hauch, sprich ausgestoßen. Was gibt es auf der Welt, das Verse nicht vermögen oder die Verlassenen mit ihren Tönen noch nie zu rühren wussten? Und wen, den ein Blümchen nicht immerhin entzückt? Jetzt zucken an den Stränden die Blumen und Gräser mit den Achseln. Es kann gar nicht sein, dass auf der Weide diese Liebestöne nicht mehr zu hören sind. Unmöglich. Genötigt, doch bekräftigt, gehe ich mit vollem Schmettern meine Verse heraus, weinend wie ein hinkendes Rindvieh allem hinterher, den Hauch zu jagen. Ja, in Bewegung verschnüre ich den Hauch, ich bind die Blumen in meinen Versen und auch die taube Weide mit ein. Töricht ist's und toll, mit aller Gewalt das Tönen immer wieder zu versuchen. Vielen Dank, liebe Sandra. Mir geht's wie den meisten wahrscheinlich von Ihnen und euch. Ich habe vieles jetzt zum ersten Mal gehört. Es klingt so, als hättest du ganz schön viel Spaß gehabt bei beim Schreiben dieser Texte. Ja. Als hättest du dich nicht gescheut, den hohen Ton Petrakas mitzunehmen und abzuwandeln und umzudrehen. Wie bist du vorgegangen beim Schreiben? Was war dein Motor, um vom einen Vers zum nächsten zu kommen? Also ich habe jetzt ja gerade schon so ein bisschen berichtet, ich hatte so unterschiedliche Übersetzungsstrategien und habe das dann alles so zusammengemischt. Und was mich aber interessiert hat, oder ich habe irgendwie auch so ein bisschen so eine Verwandtschaft gesehen zu Barth und den Fragmenten einer Sprache der Liebe, also wo es um so Liebesdiskurs und unterschiedliche Sprechmodi geht, und ich habe das Gefühl, in dem Canzoniere von Petrarca gibt es das auch irgendwie, mal ist er sehr selbstmitleidig, dann wieder ein stolzer Dichterkönig und irrt so durch die Gegend. Und was mich auch total interessiert hat, war natürlich, dass Laura, die Angebetete, klingt immer so an, auch natürlich im Lauro, dem Lorbeer, aus dem die Dichterkrone gemacht ist. Und diese Idee, dass es in diesem Begehren, in diesem Liebesbegehren halt auch um ein Begehren nach Dichterung geht, das hat mich total interessiert. Und ich wollte einfach Gedichte schreiben, die mir erlauben, auch mal Dichterkönig zu sein. So. Also das finde ich einwandfrei, angebracht und wunderbar. Jetzt gibt es aber sozusagen ja nicht nur Petrarca als Referenz, sondern eine weitere Referenz. Vielleicht magst du darüber noch was erzählen. Oder schon das Nachwort vorlesen, ich weiß nicht, entscheide du, in welcher Reihenfolge. Ja, ich sage was dazu, dann lese ich auch gleich nochmal das Nachwort, da wird es auch erwähnt. Ich hatte ja erzählt, dass die Gedichte entstanden in einem Seminar bei Dagmara Graus, und zwar so, dass ich erstmal ein Referat gehalten habe über ein Band von Oskar Pastior zu ebenfalls Begegnungen, nennt er das, also Nachdichtungen, aneignenden Bearbeitungen von Gedichten aus dem, also ausschließlich Sonette bei ihm aus dem Canzoniere. So ein ganz süßer Band mit so einem Bild auf dem Cover, wo sich so Petrarca und Pastior anschauen, fast liebevoll unter Kollegen. Und ich kannte das davor noch nicht, und Pastior hat auch ein tolles Nachwort geschrieben. Er konnte kein Italienisch, aber eben verwandte Sprachen, und spricht da auch über die Eigenklanglichkeit in diesem Übersetzungsprozess, und als Methode war das für mich total interessant. Und
So kam ich dann dazu, das einfach erst auch mal auszuprobieren. Also eigentlich kam ich eher über Pastio zu Petrarca, als dass es direkt über Petrarca lief. Und in Referenz zu diesem Band von Pastio wird mein Buch auch 33 Gedichte umfassen. Genau. Ich lese mal das Nachwort noch. Ich bin ein Boy. Ich bin Dichterkönig. Ich bin eine echte Ikone. Ich erkenne mich nicht wieder. Nichts könnte ich von mir sagen, das wirklich zuträfe. Weder bin ich mehr noch weniger ich. Laura mi volve, son pur quel chimera. Und gewendet bin ich noch immer der, die ich schon immer war. Entlang dieser Faltung der Uneinigkeit zweier Sprachen bewegen sich diese Gedichte, die ich als fehlerhafte Wiederholungen und unangemessene Übersetzungen von Liebesgedichten des Poeta Laureatus Francesco Petrarca bezeichnen will. In seinem Canzoniere, den Bruchstücken volkssprachlicher Dinge, so der lateinische Originaltitel Rerum Vulgarium Fragmenta, ist auch er immer dort, wo er nicht ist. Was er für Laura, seine Angebetete, hält, halt und verändert sich dabei. Laura, Laurora, Lauro, Loro, Lombra ist letztlich doch bloß Schatten oder Busch. Petrarca folgt diesen Zeichen und dem Gehen ist seine Sprache gerichtet. Er schreibt, insofern er widmet, an- und ausspricht. Wer aber fühlt sich angesprochen, wer ist bloß mitgemeint? Und wer spricht, wenn ich hier ich sag? Mit spricht als Ideengeber des Projekts sicherlich auch und wenn nur implizit ein anderer großer Mann mit P. 1983 erschienen Oskar Pastios 33 Begegnungen mit Petrarca, in denen er sich seinem 600 Jahre älteren Dichterkollegen nähert, wie dieser sich Laura. Sein Band war Vorbild für dieses Buch. Und so gilt auch hier, was Pastio im Nachwort über seine eigenen Gedichte schreibt, nämlich, dass der Angelpunkt dieser Texte nicht im Vergleich mit dem Original liegt, sondern in der künstlichen Gleichzeitigkeit beider, zumindest hier im Buch, durch das die Zeitfalte geht. Wie gern würde ich nun den beiden Dichtern zuprosten und selbst Teil sein der Runde großer P's. Petrarca, Pastio, Pfropf, ich armer Tropf. O Verlassenheit der prächtigen Ruinen, Einsamkeit der Gedichte und Jämmerlichkeit des noch immer hier umherstreichenden Seufzes, ihr bringt mich zum Weinen. Und wenn ich mich so weinen sehe, weine ich, Chimäre, umso schöner und aus genau diesem Mund, dem jeweils meinigen. Was vielleicht auch noch eine kleine Referenz war oder ein Begleitsoundtrack für mich war natürlich der Popsong Laura non c'è von Neck. Also Laura non c'è, Laura ist nicht da. In dem Neck eben wie Petrarca eigentlich auch die ständig abwesende und in dieser Abwesenheit doch sehr präsente Laura besingt. Und in meinem Fall heute ist es eben nicht nur Laura non c'è, sondern auch Buch non c'è, noch nicht. Aber das wird dann einfach jetzt nochmal mitbesungen. Ich habe jetzt noch ein Gedicht mit. Beim Auflesen und Abzählen bin ich an einen Punkt gelangt. Er liegt dazwischen. Und plötzlich bin ich schön beseelt und geistesgegenwärtig. Da hat sich was auf meinen Kopf gelegt und es denkt mit. Der Rest hebt sich auf. Gleichzeitig Arm und Bein sein. Das Nobelste strecke ich aus. Die Ästlein nicht mehr an die Pflanze gebunden und doch halte ich sie als Beute umschlungen. Na schöne Bescherung. Ich will mit euch zusammen sein.
mich konzentrieren auf den Punkt. Denn für wen ist schon all das drumherum? Und worum? Und warum? Wie schön es ist, wenn einem etwas einfällt. Aber ihr fleht wieder mal darum, dass diese Rede sich nicht weiter ausdehne. Nun gut, ich fasse zusammen. Vergeben kommt von Verzicht. Nur bitte diese eine Vergeltung noch an eurer Hand, die aus meinen Augen so viele Tränen zog. Diese eine Zugabe noch und der Rest hebt sich auf. Apropos Applaus. Dankeschön. In mir als Dichter und Mittelalterforscher hat dein Projekt ganz besonders große Resonanz. Ich empfehle die Lektüre von Petrarca, von Pastior und Burckhardt. Das Buch ist im Druck, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es ist noch nicht da, aber es kommt in Bälde. Es ist ja, bald sofort bald da, also es lässt sich jetzt auch schon vorbestellen. Schöne Messe noch und vielen Dank nochmal dir, Sandra. Ja, danke für die Moderation, danke fürs Zuhören.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur Buchvorstellung von Sterbenswörtchen. Mein Name ist Matthias Naumann vom Neophilis Verlag. Es gibt eine kleine Änderung gegenüber der Ankündigung in der Zusammensetzung. Wolfgang Ulrich kann leider nicht kommen. Umso mehr freue ich mich, dass neben Martin Jürgens, einem der Herausgeber des Buches, Literaturwissenschaftler und Regisseur, ich Petra Moser, die andere Herausgeberin des Buches, begrüßen darf, Kunstpädagogin, Erziehungswissenschaftlerin und Schriftstellerin, und einen der Autoren des Buches, Steffen Brück, Schriftsteller und Redakteur beim RBB. Wir werden damit beginnen, dass Martin und ich kurz über das Buch sprechen, und dann werden Petra und Steffen jeweils aus ihren Texten dieser Anthologie lesen. Es geht um Sterbenswörtchen, Texte zum Ableben. Ein Begriff, Worte, die die letzten sind, die aber auch dafür benutzt werden, ich werde kein Sterbenswörtchen sagen, für das, was nie rauskommen wird, was eben nicht mehr gesagt werden kann. Und dennoch habt ihr ganz viel darüber gesagt, habt ein ganzes Buch darüber zusammengestellt. Wie kam es zu dieser Auseinandersetzung mit diesen letzten Worten? Ja, ich kann es mir sehr leicht machen, als einer, der gerade mal knapp vor 2 Monaten 80 Jahre alt geworden ist, also dem Gegenstand des Buches, dem Tode, eindeutig näher gerückt ist als in den Jahren und Jahrzehnten zuvor. Das ist natürlich eine sehr einfache und eine sehr private Antwort. Eine zweite, auch etwas private, aber nicht mehr nur private Antwort ist die: Ich bin in den letzten Jahren 2-mal aufgefordert worden, Grabreden zu halten. Beides Mal für Schauspielerinnen, die gerade gestorben waren. Das war einmal Brigitte Röttgers aus Berlin und ebenfalls aus Berlin, erst vor ganz kurzer Zeit im Januar dieses Jahres, die sicherlich dem einen oder der anderen bekannten Eva Maria Kurz. Es ist eine sehr merkwürdige Angelegenheit, wenn man gebeten wird von einer Sterbenden, man möge doch an ihrem Grabe reden. Das ist aber alles noch, sagen wir mal, theoretisch nicht fundiert, sondern hat mit dem zu tun, was man ist oder zu sein meint. Vor vielen Jahren hat mich schon einmal ein Zitat umgetrieben, was den gesellschaftlichen Zusammenhang berührt. Ein Zitat von Walter Benjamin aus dem Jahre 1936. Da schreibt er in einem Aufsatz über die Erzählkunst, dass es in den europäischen Gesellschaften eine Tendenz gegeben hat, vor allen Dingen beginnend oder sagen wir mal zu ersten Höhepunkten kommend im 19. Jahrhundert. Nämlich die bürgerliche Gesellschaft hat es da vermocht, mit hygienischen, sozialen, privaten und öffentlichen Veranstaltungen den Effekt zu verwirklichen, der vielleicht ein Hauptzweck gewesen ist, den Menschen nämlich die Möglichkeit zu verschaffen, sich dem Anblick von Sterbenden zu entziehen. Ich fahre fort im Zitat: Sterben wird im Verlauf der Neuzeit aus der Merkwelt der Lebenden immer weiter herausgedrängt. Ehemals kein Haus, in dem nicht schon einmal jemand gestorben war. Heute sind die Bürger in Räumen, welche rein vom Sterben geblieben sind. Sie sind Trockenbewohner der Ewigkeit. Und sie werden, wenn es mit ihnen zu Ende geht, von den Erben in Sanatorien oder in Krankenhäusern verstaut. Eine herbe Formulierung von Walter Benjamin, der sonst nicht immer zu solchen herben Formulierungen neigt. Also das wäre ein gesellschaftlicher Grund, sich diesem Thema wieder zuzuwenden. Und so viel zunächst zur Frage der Motivation dieses Buch betreffend. Nun ist das Buch eine ganz ungewöhnliche Zusammenstellung von unterschiedlichen Texten. Es gibt Lyrik, es gibt Prosatexte, von denen wir gleich auch welche hören werden. Es gibt den Abschiedsbrief von Lothar Bayer vor seinem Suizid. Es gibt aber auch wissenschaftliche, essayistische Untersuchungen von Aspekten des Todes, des Sterbens.
Würdest du ein paar Worte mehr dazu sagen und ein paar Beispiele geben? Das kann ich gerne versuchen. Der Text von Steffen Brück, hier an meiner Seite zur Rechten, eröffnet diesen Band und wir erleben hier einen Lyriker, der anders als sonst die Poeten unserer Zeit oder auch früherer Zeiten mit so leichter Hand zu Werke geht, wie man es ganz selten findet. Das gilt für andere Texte so nicht. Das sind dann so etwas wie lyrische Schwergedichte. Ich lese Ihnen eines vor von der im Moment sehr, sehr kranken Barbara Zücke. Der Text ist überschrieben mit »Kein Trost«. Alle Namen noch einmal gerufen, Murmeltier, Küken, Kuschelbär, Bunter, zarte Haut über strengen Knochen, letzte Schwärze unter den Wimpern, die Wärme der Hand weicht langsam. Bilder im Hirn, ewiger Schuldspruch, ach, hätte ich doch und wenn. Aber zuletzt findet keiner etwas Besseres als den Tod. Nur wir, ohne Gnade, für immer verlassen, schlagen die Augen auf. Also das Spektrum dessen, was hier in diesem Buch versammelt sind, geht über die Lyrik, die Prosa, dann sagen wir mal prosaische Essays, auch von eigentlich professionellen Schriftstellern geschrieben, bis hin zu, wie soll man es nennen, letzten Worten. Lothar Beyer ist schon genannt worden und alles Weitere ist jetzt Sache der beiden Autoren, die hier an den beiden Seiten sitzen. Vielen Dank. Dann beginnen wir. Petra Moser wird aus ihrem Text lesen. Dankeschön. Von den Toten, die schnellen. Das ist der Titel meines Beitrags hier im Buch. Es ist ein Zitat und zwar aus Bertolt Brechts Gedicht Orges Wunschliste, geschrieben 1956. Das ist zugleich das Todesjahr des Autors. Mein Text ist ein Rückblick auf die Kindheit eines kleinen Mädchens. Der ersehnte Ausflug fällt flach, stattdessen gibt es ein Zusammentreffen der gesamten Familie aus zutiefst traurigem Anlass. Der Vater der Mutter wurde angefahren und war sofort tot. Ein angetrunkener Fahrer eines Mercedes, von einem Leichenschmaus kommend, hatte das Stoppschild missachtet. Durch die Falten in den Gesichtern der Verwandten suchten sich die Tränen ihren Weg. Alle schienen sie aufgelöst. Nichts Festes war mehr an ihnen. Nicht mal am Großvater, der sonst strotzte vor Handfestigkeit. Über Jahrzehnte hinweg hatte er die innerdörfliche Auszeichnung fürs Klopfen gewonnen. Das Klopfen war eine Technik, mit der ein meterlanges, zum Ende hin immer dünner werdendes Seil befestigt an einem Haselnussstock in eigentümlichen Drehungen kraftvoll durch die Luft geschnalzt wurde. Der dadurch erzeugte Hall schallerte die Straßen entlang und selbst die Bewohner am Ende des Dorfes horchten auf und wussten, es klopft, Karl klopft. Diesen harten Kerl hatte sie zum ersten Mal zusammengefallen gesehen. Er musste ihre Blicke gespürt haben und piekste sie mit seinen kräftigen Fingern in die Seite. Lange schon war das ein Spiel zwischen ihnen. Ob er wusste, dass es ihr wehtat, wusste sie nicht. Ob er es, wenn er es gewusst hätte, sein gelassen hätte, auch nicht. Es war seine Art zu zeigen, dass er eine Art Sympathie empfand. Und nach dem Pieksen der feste Griff in den kleinen Po.
Auch dieser Griff tat weh, aber sie hütete sich, es zu zeigen. Aus Furcht, er könne darauf verzichten und das vertraute Spiel einstellen. Jetzt dasselbe Spiel, kraftlos und frei von jenem wohligen Weh, das sie zu vermissen begann. Er, der Tote, war Vorbild und Kumpel zugleich und er liebte Musik, hatte Kassetten, selbst aufgenommene, gekaufte mit buntem Aufdruck, Songs von Anfang bis Ende, ohne Teile von Nachrichten und Werbung, die sich unfreiwillig dazwischen gemogelt hatten. Er hatte sie alle, die wichtig waren. Die wilden, die man laut hören musste, auch die romantischen, für die blonden Frauen mit den langen Haaren, die sich um ihn scharten, die glaubten, ihn zu lieben, ihm ihr Leben zu Füßen legten, ihn vereinnahmten, bis er sich frei machte, vorsichtig, um ihnen nicht weh zu tun, um sie nicht weinen zu sehen. Keine Tränen bitte, nicht seinetwegen. Doch das gelang ihm selten. Bei der Beerdigung war ihr eher nach Grinsen zumute, so sehr hatte die Trauer der Erwachsenen die ihre verdrängt. Sie schämte sich dafür und fühlte sich unbrauchbar. Ihre Schamesröte blieb unerkannt, denn es gelang ihr, was sie mochte, übersehen werden. So und nur so weitete sich ihre Welt. Zum Beten hatte sie bis zum Tode die Hände gefaltet. Jetzt nichts mehr davon, von den devot gefalteten kleinen Kinderhändchen dem großen Schöpfer entgegen. Das Beten glich nun einer Anklage. Er, Gottvater, der Herr, stand am Pranger vor Gericht, sollte Rede und Antwort stehen. Die Rede glich einem Vorwurf. Und die immer gleiche Frage schloss sich an. Warum nur war er herausgestorben aus ihrer kleinen Welt? Das Tabu, sich bei den seit jeher seltenen Wirtshausbesuchen auf der unteren Speisekartenhälfte zu verlieren, wurde wortlos aufgeweicht und die Schläge wurden seltener. Mit Güte hatte das wenig zu tun. Mit Kraftlosigkeit und Desinteresse schon. Die Erinnerung daran aber blieb und die Wachsamkeit im Wissen, dass all das jederzeit wiederkehren konnte. Der Glaube des Vaters an den Erfolg des Zuschlagens war zu stark. Und war er erst einmal dabei, entstand eine Art Zwang, die ihn antrieb, jedem Schlag einen weiteren folgen zu lassen, bis die Wut seinen Körper verlassen hatte. Sie wusste fast nie, weswegen sie vermöbelt wurde. Vermöbeln. Das Wort hatte Vater sich ausgesucht. Er kündigte an, was folgen würde. Das war der schlimmste Moment. Die langen Augenblicke vor dem ersten Schlag. Waren sie überwunden, ließ sie sich fallen, schaltete sich ab und fühlte nichts. Kein Schlag, kein Tritt, kein noch so grausamer Fluch. Alles perlte an ihr ab, wie die Schläge, wie die Tränen auf ihrer dünnen Haut. Die Erfolglosigkeit seines Zuschlagens steigerte seinen Zorn, spornte ihn an. Er schlug sich in Rage auf dem kleinen Kinderkörper, tobte sich an ihm aus, trommelte mit den Fäusten auf ihn ein, holte aus, nahm den Fuß, trat und fluchte lauthals in die aufgestaute Luft hinein. Es dauerte, bis seine Kräfte nachließen und die Wut abebbte. Mit knochentrockenen Augen wartete sie auf die Traurigkeit, die sich für gewöhnlich später einstellte. Die Traurigkeit darüber, dass Mutter das zuließ, dass sie zuschaute, dass sie ihn zwar anhielt aufzuhören, dass sie es aber nicht einforderte, dass sie danach zu ihm war wie immer, dass sie mit ihm ins Schlafzimmer ging, dass sie blieb.
Sie wusste, dass er stärker war und sie wusste auch, dass das noch eine Weile so bleiben würde. Aber es würde der Tag kommen, an dem sie sich widersetzen und ihn dadurch verblüffen würde. Die Angstverhältnisse würden sich umkehren und die grausamsten, würde sie dann denken, sind immer die größten Feiglinge. Der Vater hatte ein feines Gespür dafür, wie Kränkungen bei anderen hervorzurufen waren, auch bei ihr. Er konnte sie riechen, ihre Angst vor dem ersten Schlag. Also wurden die Abstände größer zwischen der Ankündigung und dem Zuschlagen. Er ließ ihr Raum, entfernte sich, geschickt, ließ eine Tür zwei Handbreit offen. Die Möglichkeit zu entwischen glich einer Aufforderung. Lauf, lauf, wenn du schnell genug bist, entgehst du dem Unausweichlichen. Sie ging in die Falle, rannte um ihr bisschen Leben. Er hatte Zeit gewonnen, sich weitere Worte auszudenken, mit denen sich ihre Angst befeuern ließ. Lachte dabei mit vorgeschobenem Unterkiefer sein Lachen, das einem Tierlaut glich. Ich schlag dich halb tot. Das war der Satz, der ihr durch Mark und Bein ging. Und den sie jetzt, wo der Tod ihrer aller Leben befallen hatte, hörte, wann immer sie in sein Gesicht sah. Von den Toten hätte sie sich damals den Schnellen gewünscht. Dem Toten war es gelungen, wenn auch zu früh. Danke. Ja, ich mache weiter mit einem Text, der der erste in diesem Buch ist. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Gut, der Text heißt: Ein paar Versuche, das Leben zu lassen und das Sterben zu fassen. Beginnen wir mit einer Umfrage zu den letzten Dingen. Wie stellen Sie sich Sterben vor? Die Antwort: bitte hier. Ich weiche aus dem Leben und das Leben weicht aus mir. Das wäre mal ein erster Versuch, es in Worte zu fassen, aber möglicherweise zu sprachverliebt und auch ein bisschen vorschnell. Vielleicht muss ich es mir ja gar nicht vorstellen. Wer sagt denn, dass ich sterben will? Wer sagt denn, dass ich werde? Wer sagt denn, dass ich sterben will? Der Überlebenskünstler Oskar Huth wollte ja auch nicht. Recht schaffen ungern, möchte ich am liebsten überhaupt nicht sterben. So steht es auf seinem Grabstein. Wer sagt denn, dass ich werde? Ich sehe es so wie vermutlich fast alle anderen Menschen, zum Beispiel Marcel Duchamp. Im Übrigen sind es immer die anderen, die sterben. Oder Wladimir Nabokov. Andere Menschen sterben, aber ich bin kein anderer, deswegen werde ich nicht sterben. Ausnahmsweise. Nur mal angenommen, ich meine, falls auch ich einmal sterben werde, dann gibt's keinen Grund zur Beschwerde, denn, es trifft ja nicht mich alleine. Und trotzdem, ich finde, es wäre doch gelacht, wenn der Tod bei mir keine Ausnahme macht. Andererseits weiß auch ich, in der Regel macht der Tod keine Ausnahme. Nicht mal bei Grand Daddy Jake am Tag nach seinem 100. Geburtstag. Er lauschte angespannt in der Dunkelheit, eine Konzentration, die ihn aus sich selbst in eine leere Gelassenheit zu ziehen schien. Er hörte sein eigenes Herz, wie es zu schlagen aufhörte. Die letzte Lunge voll Atem, wie sie ihn in leuchtendem Schweigen verließ. Er wartete vollkommen still. Er hörte seinen leisen Schrei durch sein Fleisch zurückkehren und zum Mond hinan leiser werden. Und dann das Geflüster der Flügel, als er hochgehoben wurde. Daran, wie er getragen wurde, merkte er, dass es keine Engel waren. Hätte auch keine Engel gewollt. War so sicher, dass es Enten waren, dass er nicht mal die Augen aufschlug. Er ließ geduldig einen weiteren Herzschlag anschwellen, einen weiteren Atemzug, und dann sagte er ihnen störrisch, nachdrücklich, ohne eine Spur von Reue oder Bedauern: Verdammt nochmal, ich war unsterblich, bis ich gestorben bin.
Er wartete, aber es kam kein weiterer Atemzug. Er brach aus eigener Kraft zusammen, entspannte sich und ließ sich von ihnen mitnehmen. Das ist die wundervollste Sterbeszene, die ich je gelesen habe. Sie stammt aus dem Buch FAP von Jim Dodge, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von dem inzwischen auch nicht mehr sterblichen Harry Rowold. Nicht mehr sterblich. Diese Formulierung habe ich geklaut von dem inzwischen auch nicht mehr sterblichen Wiglaf Droste. Der sagte das immer über Menschen, die eigentlich unsterblich waren, zu Drostes Bedauern aber trotzdem gestorben waren, nur eben nur, um jetzt aber wirklich nicht mehr sterblich zu sein. So wie Oliver Maria Schmidt für seinen Nachruf auf Loriot die ewigkeitswürdige Formulierung fand: Er ist nicht tot, er ist ja nur gestorben. Dem Tod gewitzt entgegentreten, in der Literatur geht das. Verdammt nochmal, ich war unsterblich, bis ich gestorben bin. Geht es auch im richtigen Leben? Zumindest der Legende nach, denn der Legende nach sind das die letzten Worte von Karl Valentin gewesen. Da hat man sein Leben lang Angst vor dem Tod und dann das. Einerseits darf man ein Leben lang glauben, der Tod treffe eh nur die anderen, andererseits ahnt man, es stimmt nicht. Ich bin alles andere als anders als alle anderen. Für die meisten Menschen aber gilt glücklicherweise immerhin, dass die Hora nicht Kerta ist. Man weiß zwar das, aber nicht wann. Wolfgang Herrndorf wusste sogar ungefähr wann. Seine Diagnose, Hirntumor, war verbunden mit einer Prognose, nicht mehr lang. Im Angesicht des Todes begann er den Blog Arbeit und Struktur zu schreiben. Darin auch den desillusionierten Satz: Es kommt kein Sommer mehr. Die Gewissheit des ziemlich unmittelbar bevorstehenden Todes, aber ganz genau weiß man es eben doch nicht. Herrndorf schrieb den Satz im November 2011. Es kam dann doch noch ein Sommer, eigentlich sogar zwei. Ende 2013 nahm er sich das Leben, weil es nicht mehr ging, solange es noch ging. Du musst an den Sommer glauben. Ja, ich weiß, ist manchmal schwer. Lass dir nicht den Glauben rauben, denn sonst kommt kein Sommer mehr. Und schon ist das Freibad offen und der Sprungturm auf. Du musst auf den Sommer hoffen und den Sommer Schlussverkauf. Wind winkt durch den Weizenwellen. Unter Bäumen steht ein Pferd. Krachend kaut es Mirabellen. Ist das nicht bemerkenswert? Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn, sagt Julian Barnes. Dieser Satz steht als Motto in seinem Buch über den Tod. Es heißt, nichts, was man fürchten müsste. Gibt es ein ewiges Leben? Für mich soll es das geben, sagt Reinhard May. Ich habe das etwas verkürzt. Die Zeit hat den Sänger am Ende eines langen Interviews gefragt, ob er an das ewige Leben glaube. Und Reinhard May hat geantwortet: Ich wünsche es mir. Ich sage es Ihnen und es kann sein, dass ich gleich anfange zu heulen. Ich würde so gerne unseren Sohn Max wiedersehen, der mit 32 Jahren starb, nach 5 Jahren Wachkoma. Und das geht nur mit dem ewigen Leben. Ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, aber ich möchte da hinauf zu ihm. Und auch, wenn es das vielleicht nicht gibt, diese Vorstellung hilft mir. Und sie hilft mir, damit fertig zu werden. Für mich soll es das geben. Genau so ist es. Du musst nicht an Gott glauben, um ihn zu vermissen. Du kannst dir das ewige Leben nicht vorstellen, aber trotzdem darauf hoffen. Das ist das Trostbedürfnis des aufgeklärten Menschen. Du musst nicht dran glauben, aber wünschen kannst du es dir. Dir trosteshalber vorstellen, es sei so, wie Johnny Cash singt: We'll meet again, don't know where, don't know when. Weiß nicht wo, weiß nicht wann, will aber das. Mit so einer Wunschvorstellung endet auch der Film Almanya. Die Lebenden und auch die im Film Verstorbenen feiern zusammen, im Sommer auf einem Dach. Ganz unangestrengt und ohne Pathos setzt der Film die Realität außer Kraft und tut so, als sei es selbstverständlich, dass am Ende alle wieder fröhlich beisammen sind. Nennt es naiv, ich nenne es tröstlich. Wobei, unter Umständen, je nach Gemütslage, ist auch die Vorstellung tröstlich, dass nach dem Sterben nichts mehr kommt und ist und nervt und schmerzt und Furcht einflößt. Die Tröstlichkeit des Nichts sozusagen, nichts als Trost. 6 Arten der Belohnung. Belohnung nach dem Laufen, gehen. Belohnung nach dem Gehen, stehen. Belohnung nach dem Stehen,
Sitzen. Belohnung nach dem Sitzen, Liegen. Belohnung nach dem Liegen, Sterben. Belohnung nach dem Sterben, nichts. Das große Wiedersehen, das Meet and Greet im Jenseits oder eben nichts. Man weiß es halt nicht. Man steckt halt nicht drin im Tod, solange man im Leben steckt. Gerhard Polt hat seinen Kollegen Otto Grünmantel besucht, kurz bevor er gestorben ist. Und da hat er in seinem herrlichen Tirolerisch gesagt, Gerhard, weisch, ich sterb jetzt einmal derweil und dann schau mal weiter. Genau, denn nur so geht's. Erst müssen wir mal sterben, dann können wir mal sehen. Aus purem Trotz aber sei hier final festgehalten, erst mal sehen, ob wir müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Buch können Sie jetzt gleich noch auf der anderen Seite der Rückwand erwerben und da werden die HerausgeberInnen und Steffen Brück auch zum Signieren da sein.